Vorlenkung schon wieder ausgefahren. Oh, verdammt. Ja, kein altes Auto, ne? Oh, geiler Klang, ne? Ja. Also ich habe extra, ich habe bei Ziel im Handbuch geguckt, der Schlauch geht normalerweise ja, das Loch hier nach draußen. Ich weiß. So habe ich das auch gemerkt, dass er ständig was Kühlwasser verliert, weil ich zog ständig irgendeine Flüssigkeitsspur hinter mir her. Dann hattest du zu viel drin. Bitte? Hattest du zu viel drin. Vielleicht habe ich auch einfach. Also ich habe den Schlauch auch nach draußen gelegt und ich fülle einmal im Jahr nach. Klasse aus, ne? Aber ich habe es schon, naja, wenn ich zu viel drin habe, habe ich zu viel drin. Ich habe es schon gehabt, dass ich den Garten noch nicht losgefahren bin. Du hast eine Garage gefahren. Neigt sich und ja, nach links und ja, rechts. Genau. Das ist echt. Ja, und mit dem Kennzeichen, da bremslich ist halt hier unten drin. Ja. Das hier, das ist bremslich, da ist der Blinker drin. Und dass er nur einen Rückfahrscheinwerfer hat, ist auch original. Okay. Die US-Version, wir haben zwei Rückfahrscheinwerfer. Ach so. Aber es, dass du ja was sehen kannst, ne? Reicht das aus? Das ist so hell. Ja. Das ist so hell und ist halt ja auch komplett LED. Ja. Schön. Weiches Leder. Ja. So, und dann. So, dann kommt der Bahnhalter und dann gucken wir nach vorne. Ach, wie cool ist das? Das ist ja geil. Was für ein Baujahr? 2010. Ja, guck mal, November hat schon Overhead-Display. Ist ja cool. Komm, das vielleicht sogar. Den kannst du halt auch noch verstellen. Wenn du dann darauf drückst, dann kommen da diverse Anzeigemodis. Ja, tatsächlich. Der andere 9.5er hier aus Hamburg, das ist der aus Pinneberg, der hat das ist eine US-Version, der kannst du auch nicht ja. Also man kann es nachrüsten, aber da brauchst du eine andere Fernbedienung und Pipapo. Wenn ich dann hier zur Arbeit fahre, bin ich vorne an der Kreuzung. Ja. Dann bin ich schon zwischen Viertel und halb in der Temperatur. Ja, ist ja auch kein Wunder, du kommst ja hier auch nicht voran in Hamburg. Ne? Naja, das Ende da schon. Ja. Eine große Auflage, ne? Ja, du kannst den ja noch ausziehen vorne, ja. Die Oberschenkelauflage, aber auch die Seitenführung ist. Schöne Sitze, ne? Und die Seitenführung ist halt auch sehr gut. Wie ist er so vom Handling? Ich weiß nicht, wie viel PS hat er denn? Das weiß ich gar nicht. Er hat ja den Hirsch da drin noch. Ja. Ne? Bist du bei 260 PS. Oh. Thank you.
mal was anderes, ne? Ja, Holzfurnier. Ich habe auch noch nicht gesehen, so, ne? Auf der anderen Seite sind ja alle unterschiedlich dann, ne? Ja, cool. Das ist sehr cool. Und die Haube existiert? Ja. Das ist echt geil. Ja. Riesenaktion. Geil. Tolle Arbeit, ne? Ja. Also, muss man echt sagen. 12. Jahrgang, 93 war das ja. Genau so sieht's aus. Ja. Thank you.
Ah, oh, Kofferraum, ja. Ach. Das ist wirklich nur die Scheibe, die dann so hoch geht, ja. Ja. Eines der begehrtesten Ersatzteile. Wenn die kaputt geht, haben wir ein Problem. Ja, das glaube ich auch. Aber die liegt so stramm an, dass er auch wirklich dicht ist. Bitte? Nein.